Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Hartmut Suhrmann. Ich bin Professor an der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen und arbeite auch für das Deutsche Rettungsrobotikzentrum. Und heute möchte ich nochmal zusammenfassen unseren Einsatz gestern in Essen bei dem Wohnungsbaubrand. Einmal eine Nachbesprechung und einmal nochmal zeigen, was man noch alles aus den Daten rausberechnen kann. Anfangen möchte ich dazu mit dem zweiten Flug, den wir gemacht haben. Und zwar war das ein automatischer Mäanderflug. Ich blende den mal hier ein. Einmal hier sieht man die Trajektorie. Das ist Teil der Dokumentation hier, die bei uns immer so aussieht, dass man sie in einem bestimmten Verzeichnis hat. Ich zeige das hier einfach. Das sind die drei verschiedenen Einsätze mit den verschiedenen Missionen, die wir da gemacht haben. Der Mäander war der hier. Und in dem Einsatz findet sich dann dokumentiert einmal eine GPX-Datei. Und diese GPX-Datei, das ist die, die wir uns hier jetzt gerade anschauen. Man sieht, das ist ein automatisch geplanter Flug gewesen. Wir waren hier sehr großzügig bei dem ganzen Gebiet drumherum. Und man sieht trotz des Windes, dass die Drohne sehr gut hier die Position gehalten hat. Genau. So, und das ist der erste Punkt, den man im Prinzip hat, direkt, wenn man die Bilder von der SD-Karte runterkopiert, dass man sich die Trajektorie nochmal angucken kann. Der zweite Punkt, wenn man in diesem Verzeichnis sind, das sind die Flight Reports, die werden erzeugt. Den Flight Report zeige ich jetzt mal als nächstes. Das ist hier der für den Mäanderflug. Wir sehen hier die Datum und Uhrzeit, wie viele Quadratmeter wir beflogen haben, wie lange es gedauert hat. Also hier 10 Minuten fliegen und die Verarbeitungszeit, um diesen Report hier zu generieren, war 1 Minute und 10. Wir haben 159 Bilder aufgenommen. Wir erkennen hier ja die Auflösung, die Höhe, die wir geflogen haben, mit welcher Kamera, welche Eigenschaften die gehabt hat. Natürlich die Wetterbedingungen. Gestern war es sehr windig und sehr regnerisch noch, wie die ganzen letzten Tage aufgrund der Orkane. Und dann sehen wir eine Karte, die aufgebaut ist als aus den verschiedenen Bildern, als überlagerte Bilder mit den GPS-Positionen hier und ja, ich kann hier bei der Überlagerung, man sieht, das ist nicht so super präzise, als wenn das hier richtig lokalisiert wird. Aber trotzdem kann man da schon einiges erkennen. Insbesondere kann ich auch hier wieder, auch in der Nachbearbeitung noch, das Ganze überlagern mit der Google Maps Karte. Man sieht, hier gibt es noch Möglichkeiten, das Ganze zu verbessern, aber die GPS-Position ist halt in dem Bereich hier so genau oder ungenau. Und das lässt sich halt nur durch die nachfolgenden Rechenverfahren, die ja nur aufwendiger sind, durchführen. Ja, so wenn ich hier in eins von diesen Bildern hier, wenn ich das mal spaßhalber auswähle, dann sehe ich die hier entsprechend unten. Und ich kann hier auch natürlich immer von Bild zu Bild hüpfen und da immer entsprechend weitergehen oder auch wieder zurück. Also das Ganze wird in den Browser gelegt. Hier habe ich hier wieder einen Teil von dem Ort und hier habe ich noch zusätzlich eine Lupe. Und mit dieser Lupe bin ich halt in der Lage, detailliert noch irgendwo drauf zu gucken und kann einige Sachen noch entsprechend lesen. Wie gesagt, das wird als Dokumentation direkt im Browser generiert. Eine zweite Darstellung, die auch gleich mitgeneriert wird, ist hier die von den Infrarotkameras. Also das ist der gleiche Flight Report. Die werden parallel aufgenommen, die Bilder. Und interessant ist hier, ja, da muss ich dann auch bei der Überlagerung gucken. Also man sieht, das ist nicht so super genau überlagert. Das würde sich vielleicht noch optimieren lassen. Aber hier in der Darstellung erkennt man, dass tatsächlich hier noch Strukturen sind, gerade hier im oberen Bereich, die wärmer sind als die entsprechenden anderen Strukturen. Ja, also hier, wenn man hier mehrere von so einen Übersichtszügen macht, dann sieht man vielleicht auch ganz gut nochmal, wo man kühlt. Und
Hier lohnt sich eventuell auch noch eine weitere Datenverarbeitung, sprich, dass wir die Lokalisierung der Bilder, die wir machen, gleichzeitig auch versuchen, auf die Infrarotbilder anzuwenden, damit wir hier noch eine bisschen schönere und genauere Karte kriegen, als wir das hier haben. Und auch hier kann man natürlich hingehen und sich einzelne Bilder dann nochmal im Detail angucken. Wir sehen hier, das war, glaube ich, ein Polizeifahrzeug, die Leute, und hier oben noch die normalen Strukturen. Man sieht aber, dass das Fahrzeug selber ist hier auch wärmer gewesen als die entsprechenden Strukturen auf dem Gebäude. So, dann, was machen wir damit mit diesem Meanderflug, mit dem tollen? Das zeige ich nochmal hier. Ich habe gesagt, wir bereiten die Daten auf. Das haben wir jetzt hier in dem Tool gemacht. Dieses Tool, kann man sagen, zählt mittlerweile zu den normalen User-Tools. Sprich, man füttert einfach die Bilddaten hier rein, bekommt dann raus ein Überblicksbild. Auch hier mache ich wieder die Überblendung und wir sehen hier dieses Ortofoto, was hier generiert wird. Das passt natürlich jetzt perfekt und ist auch perfekt lokalisiert. Ich kann mir hier auch nochmal die einzelnen Bilder reinlegen, die ganzen Kamerabilder, die ganzen Kamerapositionen. Ich kann hier auch mal einzelne Kameras auswählen, hier auch, und dann sehe ich natürlich hier in der entsprechenden Hochauflösung, wie das Ganze entsprechend ausgesehen hat. Ich kann mir hier auch gleichzeitig mal so ein Oberflächenmodul anzeigen lassen, und dann sieht, da habe ich hier so ein entsprechendes Höhenprofil, da kann ich dann auch ungefähr entscheiden und sehen, wie hoch das Ganze gewesen ist und wie viel Stockwerk ich habe. Das ist sehr nützlich für eine weitere Flugplanung, wenn ich genauer über dieses Objekt fliegen möchte. So, dieses Ortofoto ist natürlich das eine und das Überblenden, was ich machen kann. Das andere ist natürlich das 3D-Modell, was sich daraus ergibt. Und ja, hier zeigen wir das 3D-Modell an. Man sieht gleich, ich habe hier auch eine kleine Oberfläche, mit denen ich hier messen kann in den verschiedenen Bereichen. Ich nehme mal hier bei dem Modell die Texturen mit drauf, dann sieht das immer noch ein bisschen besser aus. Das Schöne bei diesem Modell ist, dass es von oben natürlich ganz gut aussieht, aber man sieht hier an den seitlichen Teilen hat es natürlich entsprechende Schwächen. Das liegt daran, weil wir natürlich keine seitlichen Bilder aufgenommen haben. Dafür ging es sehr schnell. Wir haben gesehen, die Flugzeit war um die 10 Minuten. Und wenn ich hier nachgucke, dann wird man auch sehen, dass die Berechnungszeit hier für dieses Modell nur eine Viertelstunde betragen hat. Das heißt, für eine erste grobe Näherung vor Ort, die ich vornehmen kann, bietet sich sowas an, immer einen kleinen, schnellen Meanderflug zu machen und daraus ein kleines, erstmal ein erstes Modell zu berechnen, um dann schon mal erste Abschätzungen machen zu können. Dann kommen wir gleich zu dem eigentlich ersten Flug, den ich hier als zweites behandeln möchte. Und auch da fange ich wieder mit den GPS-Trajektorien an. Und man sieht hier diese GPS-Trajektoren, die sehen jetzt sehr durcheinander aus. Das liegt daran, dass wir jetzt hier mit der weiteren Drohne um das Gebäude drumherum geflogen haben, um also seitliche Aufnahmen aufzunehmen. Das sieht man hier beispielsweise hier, wenn ich mal einfach da reinklicke, in den Vorschaubildern kann man das schon sehen. Hier unten, gestern war es wieder sehr windig, ne? Das sind die Orkane. Hier hat es uns einmal abgedriftet, aber wir haben die Drohne wieder zurückgeholt. Und gerade bei so viel Wind ist es natürlich bei einer engen Bebauung relativ schwierig, zwischen den Gebäuden zu fliegen. Da muss man sehr vorsichtig sein. Man sieht an vielen Stellen auch wieder, wie der Wind uns da die Drohne ein bisschen weggedrückt hat. Ja, das sind die GPS-Trajektorien und das Gleiche habe ich natürlich auch, kann ich natürlich wieder auf Vorschaubilder machen. Das macht ja hier nicht viel Sinn, aber wenn ich die ins 3D-Modell reinbringe. Ne? Hier in der Übersicht gehe ich nochmal rein, haben wir hier die zwei Aufgaben und ich sehe, das erste Meanderbild hat hier mit 163 Bilder 14 Minuten berechnet. Das zweite habe ich das Meanderbild und die seitlichen Aufnahmen, das sind jetzt fast 500 Aufnahmen und hier hat die Berechnung im Standardmodus 38 Minuten gebraucht. Standardmodus heißt, die Bilder werden auf ein Viertel runter skaliert. Man kann natürlich noch, wenn man jetzt mehr Rechenleistung zur Verfügung hat oder im Backend irgendwas macht oder im Internet irgendwas macht, mit der vollen Auflösung rechnen, dann kriegt man noch schönere Modelle. Aber wir gucken uns jetzt erstmal dieses Modell an. Hier ist das 3D-Modell jetzt aus den 500 Bildern und ich sehe, das sieht wunderbar aus. Hier habe ich die ganzen seitlichen Strukturen. Ich hatte gesagt, hier in der Überblicks, wir waren hier großzügig beim Fliegen.
Deswegen sind die Nachbargebäude hier zum Teil auch noch mit drauf, aber hauptsächlich ging es uns natürlich um dieses Gebäude und wir sehen, wie gut die Struktur hier getroffen ist. Auch hier die Fassade ist gut getroffen, an der Seite auch. Man sieht tatsächlich hier sogar die ganzen dunklen Stellen und hier die weiteren Öffnungen mit den schweren Schäden, gerade hier an der Treppe. Und an diesen beiden Punkten werden wir im nächsten Punkt dann auch nochmal mit der Indoor-Drohne angreifen und der 360-Grad-Kamera hier reinfliegen und uns weitere Details angucken. Genau, also ein bisschen mehr seitliche Strukturen und wir kriegen ein super 3D-Modell. In dem 2D-Modell sieht man eigentlich genauso viel wie vorher. Das hat sich jetzt nicht großartig verändert, auch in den Strukturen, außer dass natürlich die Kamerabilder, die ich hier habe, deutlich aufwendiger sind. Aber ich gehe doch mal hier auch nochmal zurück in dieses 3D-Modell und lasse das entsprechend nochmal neu anzeigen. So, muss ich über das 2D gehen und dann 3D. Genau. So, hier sieht man das nochmal schön. Ja, das reine Punktewolkenmodell und auch wieder das mit den entsprechenden Texturen versehen. So, und in den Modellen selber kann ich mir aber auch noch die Kameras anzeigen lassen. Und wenn ich die Kameras auswähle, dann sehe ich hier tatsächlich auch so, dass ich das unorganisierte Fliegen um das Objekt, also hier sehe ich die seitlichen Fliegungen, wo wir seitlich vorbeigegangen sind, dass sich die durchaus hier gelohnt hat und auch die weiter hinterliegenden Aufnahmen. Normalerweise, wenn man freistehende Objekte hat, macht man hier POI-Flüge, aber das ist halt bei so einer engen Bebauung relativ schwer möglich. Man sieht auch, dass wir nochmal hier nach oben geflogen sind und das hat den Vorteil, wenn ich mir das angucke, dass ich ein sehr, sehr schönes Überblicksbild von oben habe, wo ich dann auch nochmal reinklicken kann und mir verschiedene Sachen angucken kann. Man sieht hier diese Metallstrukturen hier an den Rändern auch. Das sind die, die noch ein bisschen mehr Temperaturen hatten, wie sich das gerade in dem Infrarotbild dargestellt hat. So, das war dann die Zusammenfassung vom ersten und zweiten Teil, dann kommen wir direkt zum dritten Teil. Ich hatte schon angedeutet, wir fliegen mit der Drohne und der 360-Grad-Kamera in die Struktur rein. Die zwei einzelnen Bilder der Panoramakamera werden zusammengefasst. Ich fange mal mit dem ersten Flug an und zeige das hier nach oben. Das ist jetzt hier die Panoramadarstellung selber. Mach mal den Ton runter, weil das hier sehr laut ist. So, und da kann man natürlich jetzt das mal größer und kleiner machen. Wir können uns hier entsprechend umgucken in dem Video. Hier sieht man, wo wir gestartet sind. Wir können selber die Drohne sehen. Wir sehen die 360-Grad-Kamera nicht. Wir können natürlich auch nach oben gucken, um uns verschiedene Sachen hier anzugucken. Und jetzt in dem Video springen wir einfach mal ein kleines Stück. Dann sehen wir, hier sind wir in der entsprechenden Struktur. Und ich kann natürlich hier auch anhalten und dann wird es eigentlich ein bisschen interessanter, denn ich habe dann hier in Ruhe Zeit, mir verschiedene Sachen anzugucken und zu schauen, was ich hier entsprechend noch finden kann. Ja, ich lasse das gleich nochmal einfach in 2-3 Minuten hier durchlaufen, damit man sich das entsprechend angucken kann. Hier sieht man diese ganzen Flatterbänder, die da rumgeschwebt haben und wir sehen auch, dass es mit der Drohne, obwohl die relativ klein ist, gar nicht so einfach ist, da an verschiedenen Stellen durchzufliegen. Hier interessant ist der kleine Zwischenraum und was man hier sehr gut sieht, ist, dass die Treppe natürlich zerstört ist. Sprich, für Bodenrobotern ist nach der ersten Etage Schluss. Ja, da kann man also gar nichts machen und das wird wahrscheinlich bei so Feuerereignissen relativ häufig sein. Man sieht auch hier, dass die Protektoren sich ausbezahlt haben, also an einigen Stellen wackelt das immer und man sieht, wir touchieren das auch ganz leicht. Das stört allerdings nicht das Gesamtverhalten und führt dazu, dass wir aber trotzdem hier in den Gebäuden noch gerade indoor relativ sicher fliegen können. Und ja, jetzt geht es halt einfach mal hoch die Treppe in der ersten Etage, damit es da entsprechend weitergeht und wir uns da umgucken können. Und das können wir natürlich jetzt von Etage zu Etage machen. Das haben wir insbesondere natürlich dann in
in dem zweiten Flug gemacht, in dem wir uns einfach dann ganze Etagen vorgenommen haben. Und da werde ich gleich auch nochmal was zeigen. Und man sieht, es hat hier geregnet. Wir haben hier zwei Wassertropfen auf der Linse, die wir hier immer sehen. Und man sieht natürlich auch, die Lichtverhältnisse sind extrem schlecht. Und es rauscht an einigen Stellen auch immer mal wieder. Aber das ist sozusagen nicht tragisch, weil wenn wir relativ langsam fliegen, dann passen wir uns relativ gut an. Ja, so, und jetzt sind wir hier schon wieder draußen und fliegen dann an der anderen Seite rein. Ja, so viel zu den 360-Grad-Aufnahmen, zu dem der erste Teil dieser 360-Grad-Aufnahmen. Ich hatte schon gezeigt, man kann sich hier wunderbar natürlich umschauen und das Ganze anhalten. So, und dann wird es natürlich interessant und dann kommen wir zu weiteren Profi-Tools, was wir nämlich damit machen, und damit kommen wir hier zu dem Reconstruction Viewer. Das ist allerdings noch immer Teil der Entwicklung für Experten, braucht auch immer noch relativ lange, also es kann durchaus eine Stunde sein, dass wir das rechnen. Hier haben wir jetzt bis zu 500 von diesen Fotos aus dem Video rausgeschnitten und ich klicke jetzt mal einfach in einem Bereich an. Man sieht, das ist noch relativ am Anfang und dann geht auch wieder im Browser ein Panorama-Viewer an und das ist jeweils immer ein einzelnes Bild und man sieht hier, dass diese Bilder immer lokalisiert sind. Ne, ich sehe hier so rote und blaue Punkte. Die roten Punkte, das ist genau wie bei Google Street View, nur weil die Drohne natürlich in der Luft geflogen sind, sind die Punkte da. Entsprechend befinden die sich auch in der Luft. Hier ist das nächste Bild aus der nächsten Perspektive in Rot und Groß. Und ich kann mir das dann natürlich dann entsprechend angucken und komme wieder an die entsprechende Position. Ja, oder ich kann hier in weiterliegenden Punkt wegklicken und dann komme ich wieder an die nächste Position und kann mich hier entsprechend auch noch umschauen oder auch nochmal entsprechend weiter nach oben oder zur Seite das Ganze belegen. Hier sieht man auch wieder, hier steckt gleichzeitig auch noch eine KI drin. Im Augenblick hat sie hier diese Autos erkannt. Insgesamt ist der Detektor aber noch ausbaufähig. Gerade aus der Luft kann man viele Sachen nicht erkennen, insbesondere wenn sie auch unscharf werden. Aber immerhin, hier ist eine erste Version gleich mit eingebaut. Der wird auch immer mit drin sein. Das heißt, einzelne Objekte werden wir hier auch klassifizieren können. Und das kann in anderen Bildern durchaus von Vorteil sein. Ich kann hier natürlich auch diese, wenn die mich stören, die anderen Lokalisierungsbilder zum ruhigen Betrachten einfach mal weglassen. Ich kann natürlich immer hoch und runter gehen, das kann ich mit der Maus natürlich auch machen. Und in diesem Fall springen wir jetzt mal hier ganz nach oben. So, und dann sind wir schon hier oben in der oberen Etagenwohnung. Da gehen wir jetzt hier nochmal ein bisschen in das Gebäude rein. An der nächsten Stelle, na, hier sieht man wieder, das ist das, was ich vorhin gerade gesagt habe, manchmal hat man unscharfe Bilder, je weiter man drin ist und mehr Zeit und die Kamera mehr Zeit hat, sich auf die Helligkeit einzustellen, dann wird es ein bisschen besser. Auch hier können wir uns natürlich wunderbar schön in Ruhe umgucken und können vielleicht noch ein paar Sachen erkennen. Hier ist es ganz witzig, in den Schrottstrukturen wird halt fehlerweise ein Motorrad erkannt, wahrscheinlich durch diese Gitterstruktur, dass das hier als Räder identifiziert wird. Und da sieht man, dass die KIs halt gerade bei solchen Fällen oder in solchen Fällen, da sie solche Daten natürlich nicht haben und damit nicht trainiert worden sind, auch natürlich entsprechende Fehlklassifikationen haben. Ja, genau, wir können natürlich weiter nach hier hinten einfach mal gehen. Und hier hinten bis nach draußen, dann sind wir das Ganze von der anderen Seite gucken, damit wir da entsprechend weiterkommen. Da ist er jetzt einmal, hat er sich ein bisschen aufgehangen. Also man sieht, es ist tatsächlich noch in der Entwicklung hier. Aber ein anderer Punkt, auf den ich hier gleich nochmal mit anbringen kann, ist, den wir gerade hier gesehen haben. Wir sehen hier das kleine Video. Ich kann da auch nochmal zurückgehen und einfach mal das Video auch laufen lassen. Das ist eine kleine Mini-Vorschau. Wenn ich das anhalte, dann springt auch das Panorama an die entsprechende Stelle und ich lande wieder da, wo ich hin wollte. Und gleichzeitig, und jetzt deswegen gehen wir jetzt gerade mal wieder hier nach oben, wenn ich mich örtlich verändere oder räumlich verändere, auch in der entsprechenden Struktur, und das war so gegen Ende des Videos, wo wir da gewesen sind, dann sieht man hier auch, dass der Slider gleich mitgesprungen ist. Das heißt, wir können uns einmal hier in dem Video ein bisschen umgucken und er sucht dann immer das nächste gelegene Panorama, was da entsprechend zugehört, damit wir uns da entsprechend umgucken können. So, jetzt sind wir wieder an der Stelle, genau, und wir sehen hier,
nochmal das entsprechende Panorama. Auch hier können wir uns umgucken und sehen noch sehr viel von der entsprechenden Struktur. Ja, wir haben hier jetzt gerade hier in dem Bereich geflogen, wo die Treppenhäuser nicht da waren. Die konnten natürlich nicht begangen werden von anderen Feuerwehrleuten und von Bodenrobotern schon erst recht nicht. Und da blieb natürlich eigentlich das nur mit der Drohne zu beobachten. Das heißt, auch hier haben wir jetzt entsprechende Aufnahmen und können die weitergehen. Ja, eines der Punkte wird sein, dass wir in den nächsten Jahren dieses hier vom Profi-Tool natürlich zum normalen User-Tool machen. Das Schöne dabei ist, dass selbst wenn wir das jetzt im Nachhinein generieren, was noch ein bisschen Zeit kostet, dass wir das, wie gesagt, hier im Browser zur Verfügung stellen und auch hier, dass das Ganze im Browser abrufbar sein und das wird genau sich auch eingliedern, wie hier die 3D-Modelle, die wir uns hier entsprechend angucken, die auch im Browser einfach bedienbar sind. Das heißt, wir können das Ergebnis einfach hinterher jetzt auf dem Webserver spielen und man kann sich das auch für Dokumentationszwecke hinterher weiter noch angucken. Und wenn die KI-Klassifikatoren besser werden, dann würde uns das natürlich entsprechend auch weiterhelfen. So, das ist es eigentlich jetzt schon zusammengefasst nochmal von der Mission von gestern und die Auswertung der Daten. Nochmal zur Zusammenfassung. Haben wir uns natürlich angeguckt, wie die Trajektorien ausgesehen haben, die wir automatisch geflogen haben. Wir haben uns die Dokumentation angeguckt mit der Lokalisierung der GPS-Position. Die bleibt auch immer in den entsprechenden Verzeichnissen mit Wetterinformationen und Details über den Flug. Aus den Daten selber haben wir ein erstes 3D-Modell berechnet. Eins sehr schnell mit wenigen Bildern, mit Überblicksbildern. Eins, was ein bisschen länger dauert und dafür aber hochauflösender ist. Und last but not least haben wir dann die Indoor-Drohne fertig gemacht mit 360-Grad-Kamera, sind dann auch noch an zwei verschiedene Stellen eingeflogen und die 360-Grad-Aufnahmen von den Innenräumen, die haben wir mit einem das sogenannten SLAM-Tool, also der gleichzeitigen Lokalisierung und des Kartenbaus, haben wir die lokalisiert zu einer Punktewolke. Daraus haben wir eine Panoramadarstellung generiert, ähnlich zu Google Street View, sodass man sich hier in diesen Szenen einfach umgucken kann. Und als Sahnehäubchen obendrauf zeige ich noch, was man noch weitermachen kann, wenn man verschiedene Sachen noch zusätzlich exkludiert. Und das sehen wir entsprechend hier. Hier unten sehen wir den Lokalisierungsprozess in der 360-Grad-Kameraaufnahme und die Drohne. Hier unten, das Gelbe, sind sogenannte Feature-Punkte. Die werden benutzt für die Lokalisierung selber. Und hier oben, und das Ganze dauert jetzt ein gewisses Weilchen, da sieht man dann eine 3D-Punkte-Wolke, die sich ergibt. Ich kann das einfach, glaube ich, auch mal schnell laufen lassen. Genau, das müsste hier diese schnelle Variante einfach sein. Hier sieht man, wie die Punktewolke sich aufbaut. Und wir sehen hier immer die verschiedenen Lokalisierungspunkte, und zwar diese grünen Pünktchen, die wir hier gerade sehen. Und diese grünen Pünktchen, das sind auch die Keyframes in den Panorama-Darstellungen in dem Viewer, den man sich angeguckt hat, nur hier mit der speziellen Version der Punktewolke, der dichten Punktewolke, die wir hier entsprechend zusätzlich generieren auf Grundlage der 360-Grad-Kamerabilder. Auch das ist nur noch ein Profi-Tool, braucht im Augenblick auch noch relativ lange. Es gibt zwar eine Online-Variante, aber die macht natürlich nicht so schöne Punktewolken. Und es gibt eine Qualitätsvariante, die braucht 8- bis 10-fach der Länge des Videos, die da entsprechend rauskommt. Und ja, ich gehe mal einfach ein Stück hier am Ende. Da sieht man jetzt hier auch über die grünen Punkte sehr schön, wo wir reingeflogen sind. Hier gerade die Dachterrasse und die Informationen hier über die Dachterrasse, die dann wieder reinkommt. Und last but not least wandeln wir dann das Ganze hier eine Punktewolke um. Und auch das kann ich nochmal zeigen. Hier sehen wir die entsprechende Punktewolke. So, da ist das natürlich insgesamt noch sehr weit weg. Hier zoomen wir jetzt ein bisschen ran.
Und man sieht, es ist ja nur ein Hochteil, weil wir quasi einmal hoch in verschiedene Fenster reingeflogen sind. Dementsprechend hat man auch nur von den Teilen Punktewolken. Das Ganze, die Punktewolken sind halt analog zu den Laserscannern. Natürlich sind sie nicht so gut aufgelöst wie die Punktewolken bei den Außenaufnahmen, aber man kann schon hier einiges deutlich erkennen. Und auch bei den Außenaufnahmen konnte man an einigen Stellen da durchgucken. Das liegt aber nicht daran, dass da Fehler im Modell drin waren, sondern dass da einfach, dass man tatsächlich auch von einer Seite des Gebäudes auf die andere Seite durchgucken kann. Man sieht hier sehr schön den oberen Teil des Modells. Und ich glaube, ich habe das einfach mal oben die obersten Teil von der Decke einfach weggeschnitten. Das kann man natürlich auch machen, wenn man hier so ein 3D-Modell hat und die Punktewolke. Ja, dann kann ich einfach von oben in das Gebäude dann entsprechend nochmal reinschauen und mir das dann nochmal angucken. Hier wäre jetzt noch ein weiterer Schritt, dass man aus den Punktewolken, dass man die nochmal bereinigt über Punkte, die man nicht braucht und auch Texturen drüber legt, so wie wir das gerade in einem anderen Modell gesehen haben, weil wir mit den Texturen oder weil der Mensch mit den Texturen einfach dann entsprechend mehr anfangen kann. So, und das soll es aber jetzt auch gewesen sein. Also alternativ zu den Panoramen auch Punktewolke. Die Punktewolke können für Bodenroboter interessant sein, aber eventuell auch für Vermessungen. Und eines der großen Aufgaben wird sein, die verschiedenen Drohnenaufnahmen, die wir jetzt haben, die Punktewolken davon in den nächsten Jahren, den einfach untereinander zu integrieren, beziehungsweise verschiedene Panoramadarstellungen, die wir haben, oder Bilddarstellungen auch zu eigenen Bilddarstellungen zu inkludieren. Eine Möglichkeit könnte sein, das kann ich nochmal hier entsprechend zeigen, wir haben mal auch vier Panoramen einfach mit der Drohne aufgenommen. Das dauert immer ein bisschen, aber dafür sind die entsprechend höher aufgelöst. Na, auch hier sieht man die entsprechenden Aufnahmen. Man kann sich natürlich hier wunderbar umgucken. Das ist eine Aufnahme mit 8 Millionen, 8000 mal 4000 Punkte, aber die geht bis 16.000 mal 8000 Punkte drauf, also sehr hoch aufgelöst, weil man sich dann entsprechend noch umgucken kann. Also man hätte hier sehr schön eine 360 Grad Rumsicht um das ganze Gebäude, würde natürlich auch Zeit brauchen, und man hätte den Vorteil, dass man sich in der anderen Teil der Umgebung auch außen noch umgucken kann. Also sprich, wenn man mehrere Drohnen hat mit mehreren Missionen, kann einer hier diese Außenpanoramen machen, der eine macht den mehr an der Überflüge, der andere geht vielleicht mit den Details hin. Oder ich benutze die Panoramen, die ich hier in der Frontstruktur habe und gebe die auch gleichzeitig in das 3D-Modell mit rein. Das dürfte dann einigermaßen auch gut aussehen, kostet aber auch einiges an Flugzeit. Da muss man dann immer sehen, in welchem Zeitdruck man da steht oder unter welchem Zeitdruck man welche Daten dann entsprechend verfügbar machen will. So, also, ich wünsche euch ja, noch einen schönen Abend und ich hoffe, euch hat das gefallen und auf Wiedersehen.